Das hat ja auch bestimmt gerade einen guten Gesichtsausdruck. Einen panischen, mit aufgerissenen Augen. Nein! Boah, das wollte ich gerade. Nee, mach ich nicht. Selbst mit der Hand mache ich das jetzt nicht. Kann auch C gedrückt halten, aber selbst das mache ich jetzt nicht. Ich bin nur nicht bescheuert, dann ist das komplette Baumhaus weg. Boah, wäre das Epic Fail. Der super Epic Fail. Mal eben reinlunzen hier. Und da hinten und da vorne und da hinten. Na gut. Okay, das ist fertig. Vielleicht könnte man jetzt wieder ein bisschen da hinten weiterbauen. Oder aber auch jetzt noch ein bisschen Lapis Lazuli holen, weil das brauche ich ja da hinten auf jeden Fall. Würde ich sogar fast schon sagen, nach dem ganzen Rumgegammel hier im Haus. Dann gehe ich jetzt mal von Kiste zu Kiste. Fangen wir hiermit an. Knochen. Ich muss jetzt eh wahrscheinlich jede Kiste zweimal öffnen. Manchmal so, dann stapelt sich das direkt hier drauf. Andere Sachen habe ich jetzt soweit nicht. Ah ja, viele haben gesagt, schmeiß das Fleisch nicht weg. Du kannst mit Dorfbewohnern handeln, aber jetzt mal im Ernst. Hallo? Ich möchte es aber wegschmeißen. Ah ja, einer hatte auch eine coole Idee. Wenn man sich mal verdrückt, dann könnte man hier noch einen Hebel machen, dass das Zeug wieder nach vorne geschoben wird. Das hier drüber dann so ein Pisten ist, der ausfährt und dann hat man es wieder in der Hand. Obwohl ich glaube, man kommt auch so dran. Und jemand sagte auch hier so ein Gitter hinmachen. Wäre natürlich auch nice. Aber das wäre nur nice, wenn sich das nicht mit da hinten verbindet. Könnte ich ja mal ausprobieren. Aber wenn sich das verbindet, dann ist es nicht so nice. Kiste Spezial Eisengitter. Oh! Boah! Mann! Krass! Ist aber trotzdem nice. Ma, wo die kommen die denn immer her? Ich glaube, ich brauche mir gleich mal was. Hier ist alles hell genug. Alles. Alles hell genug. Habe ich noch Tränke? Geschwindigkeit. Noch mehr Geschwindigkeit. Dann brauche ich mir nichts braun, dann habe ich es ja direkt dabei. So, jetzt nochmal die Taschen leer machen. Kleingewächse, da kommt jetzt einiges rein. Das Laub, Ranken. Oh, Blätter und Ranken ist doch mehr Baumiges. Ja, die Samen, die können jetzt... Ja, die tue ich erstmal hier wieder rein. Ich glaube, das ist bestimmt nicht zu der Farm draußen. Kann man ja toll sortieren diesmal. Toll. Einen Eimer nehme ich auf jeden Fall mit, wegen Lava und sowas. Erde, 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 Eimer. Eimer. Achso, Erde. Genau, Erde weg. Ausrüstung, da kann dann die Schere rein. Pfeil habe ich auf jeden Fall genug. Ein Bogen, der ist dabei mit Stärke 1. Normale Werkzeug. Oh, Essen muss ich noch mitnehmen. Essen und Holz kann alles weg. Ah, Fackeln sollte ich mehr mitnehmen. So, Holzsachen. Gravel. Stone. Kann der Stein rein. Jetzt kommen die Holzsachen. So, fast gut. Ah ja, Treppen kommen noch irgendwo rein. Waren hier drin? Ich glaube schon. Normalholz. Bilder und Knochenmehl. Ist doch Kiste Spezial, wenn mich nicht irre. Kiste Spezial. Knochenmehl. Bilder. Brot sich. Ah ja, Fackel brauche ich noch mehr. Da fackel ich doch nicht lange. Ne, warte, Brot essen, keine Fackeln. Fackeln schmecken nicht so gut. Ich nehme aber Fleisch mit frisch aus dem Kühlschrank und mehr Fackeln. Jetzt wird Lapis geholt. Lapis Lazuli.
Ich glaube, das ist echt wegen den Mobs, glaube ich, dass er jetzt im Moment so ruckelt. Ich hol's jetzt aber manuell raus, sonst kriege ich wieder durcheinander. Da ist so eine Truhe, dann kann ich jetzt eben trinken. Geil! Jetzt aktiviere ich noch einen Pfoff. Quake Pro! Super schnell! Boah, sieht aber echt krass schnell aus. Bin gleich da. Boah, ist das heftig. Okay, sieht aber nur schnell aus, aber viel schneller ist es nicht. Vor allem, ich bin gleich da. Wo laufe ich eigentlich hin? Wo laufe ich denn nur hin? Boah, da wird einer aber schlecht bei. Uiuh. War bestimmt voll schmal der Gang so. Oh, ein Kaktus. Hui. Okay, ich aktiviere wieder FOF zurück. Optionen. Oh. Ich meine, ist schon klar, dass das an... Oh, falsche Richtung. Schneller wirkt. Da ist es schon relativ tief. Da nicht. Hier gehe ich jetzt irgendwo rein. Da war ich zwar schon mit einem The Dead Sheep, glaube ich, drin. Aber da ist auf jeden Fall noch nicht alles hell. Oh, ich glaube nicht, dass... Ne, gar nicht, da war ich gar nicht drin. So tief unten war ich doch gar nicht. Oh, Enderman. Hi. Kommen wir nicht so. Gehen jetzt mal schön in die Höhle rein, das Eisen. Ich weiß nicht, braucht man Eisen? Braucht man Eisen überhaupt? Nein. Bäm, komm Ender Pearl. Nein, natürlich nicht. Blöd, Mann, du Geizkragen. Ah, okay, es kommt von da oben. Nee, aufnehmen kann ich das nicht mit einem Eimer. Was? Oh, da unten war ja auch schon krass. Voll übertrieben Fackeln am Spam hier gerade. Und gar keine Gegner mehr da. Oh, das ist ja eine tolle Höhle. Ich würde fast schon sagen, die Höhle kann man abhaken. Aber sowas von. Ich gehe nochmal darüber und jetzt da hoch. Ja, kann ich hier hochschwimmen. Den Wasserfall hochkraulen. Ne, da ist alles hell. Dann renne ich doch mal eben irgendwo in einer anderen Richtung. Um dann noch irgendwo eine Höhle zu finden. Ja, ich würde sagen, jetzt bin ich hier. Hä? Heftig. Bin ich irgendwo hinten in der Höhle, glaube ich. Achso, hier geht's weiter. Ah. Gut. Muss ich nur schnell hier raus. Weil in dieser einen Spalte lohnt sich das eigentlich nicht jetzt rein. Also hier in der. Glaube ich nicht. Kann man was erkennen, was interessant ist? Nein, ich brauche Lapis. Lapis mit Glück abgebaut. Ne, gar nicht. Mit Behutsamkeit und nachher mit Glück nochmal abgebaut. Also mit Behutsamkeit sammeln, mit Glück abbauen, so wie ich das manchmal mache. Ist auf jeden Fall sehr ergiebig. Riesenbaum. So, komplett gerade durchsprinten. Ins weite Land geht's hinein. Oh! Safari. Wird bestimmt hell jetzt, yo. Ist irgendwie so ein kleiner Grafik-Bug, den man hier hat. So, Lapis ist ja bekanntlicherweise weiter unten.
Also muss ich gucken, dass ich hier weiter runterkomme. Wobei ich fast glaube, dass die Höhlen zusammenkommen. Irgendwann war wieder hier. Da ist nichts. Kohle lasse ich auch mal liegen. Ah, toll. Egal, noch ist der Tag draußen, deswegen sind die Höhlen oben auch so hell. Oh, obwohl die sich gelöscht hatte. Zu spät, Spinne, zu spät. Ich höre einen Zombie und ich sehe eine Wasserquelle. Und ich sehe den Ausgang dieser Höhle. Das wäre eine krasse Höhle, echt. Ja, echt, ey. Okay, weiter weg vom Haus. Oh, es fängt auch noch an zu regnen. Hast du das, wenn ich nass werde? Oh. Normalerweise dürften die bei Regen gar nicht da sein, weil Wasser tut ihnen ja sowieso weh. Oh. Heftig. Da ist sogar noch Lava oben drin. Ich würde sagen, da gehe ich jetzt mal runter. Und da ist sogar Wasser sauber. Voll daneben gesprungen. Ja. Ich habe zum Glück Federfall drauf. Tut mich das nicht ganz so weh, wenn ich hier runterjump. Hier ist sogar Gras. Beziehungsweise Wiese. Aber grün sind die Blöcke nicht. Das ist seltsam. Nee, hier ist ja schon wieder nichts. Vielleicht gucke ich einfach in irgendeine Richtung und grab mich da durch. Oh. Oder ich gehe einfach weiter runter. Och ne, komm schon, das ist doch kacke. Bestimmt hier hinter geht's weiter. Oh! Boah! Krass, stimmt sogar, hier hat sich gedacht. Einfach mal so behauptet und dann war's sogar so. Oh oh, Gold. Gold ist gut. Gutes Gold. Aber ich will Lapis. Aber ich bin ja gleich relativ weit unten, da müsste ja Lapis ja kommen. Boah! Alter! Hopp! Hopp! Oh, das ist Lapis. Da war doch noch mehr Gold, oder? Oder jetzt da oben. Wenn der einfach so runterfällt. Das habe ich so gar nicht gerechnet. Noch mehr Lapis. Und ein Enderman. Oh mein Gott. Der hat jetzt aber erstmal Priorität, der Enderman. Weil das Lapis läuft nicht weg, der Enderman schon. Boah, schon wieder nichts verbrennt. Oh, schon wieder Gold, meine Güte. Gar kein Luck hier so. Bleib jetzt aber mal nicht draufstehen, dann falle ich wieder irgendwo hin. Und direkt Gold daneben und eine Höhle dahinter, meine Güte. Obwohl, ne, warte. Bevor ich jetzt hier gleich gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Hole ich eben noch die Rohstoffe, die rumgammeln. Und vor allen Dingen Lapis. Ich brauche doch Badezimmersteine. Andere nennen es auch Fliesen. Mann, die kommen von allen Seiten. Ich muss mal da rüber und dann da hoch. Da ist ja das Lapis.
Also hat es einigermaßen ausgeleuchtet. Ich hoffe, viele Steine. Ja, immerhin 4. Und wenn ich dann das nachher noch mit Glück abbaue, dann kommen halt noch mehr da raus. Aber hier war gerade noch irgendwo noch mehr. Ach hier, Lapis. Lapis! Ja, ich weiß, man könnte das Eisen mitnehmen, aber... Frage ist jetzt, wofür? Ich könnte mir einen Eisenraum bauen oder ein paar Eisengolems. Das geht natürlich noch. So eine Eisengolem-Armee. Und da geht's wieder raus. Ich will aber weiter unten. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Diamanten. Hab ja erst 22. Komm, da habe ich keinen Bock drauf. Obwohl es ja immer schön hell ist. Muss ich ja schon mal lassen. Sagen, wollt ihr sagen? Ha! Was haben wir denn da?